So, jetzt schauen Sie sich mal dieses Schätzchen hier an. Eine Kaffeemaschine von WMF, made in Geislingen an der Steige, mehr als 50 Jahre alt. Inzwischen sind Produkte von WMF ja in fast jedem Haushalt. Und auch wenn das meiste davon gar nicht mehr in Geislingen selbst produziert wird, ist die württembergische Metallwarenfabrik dort für viele Menschen ein Stück Heimat. Ganze Familien haben über Generationen bei der WMF gearbeitet. Aber solche Traditionen scheren die amerikanische Investmentgesellschaft, die die WMF inzwischen übernommen hat, herzlich wenig. Und so werden wohl Hunderte in Geislingen ihre Jobs verlieren, damit die Geldgeber im fernen Amerika auch ja zufrieden mit der Rendite sind. Nicole Florier und Martina Treuter. New York, Wall Street. Hier sitzen die weltweit größten Investmentgesellschaften. Sie sammeln Geld von Investoren und legen es an, gewinnbringend, mit maximalen Renditen für ihre Anleger. Es geht ums ganz große Geld. Und genau deshalb kommt die Wall Street auf die Schwäbische Alb nach Geislingen. Der Investor KKR ist Haupteigentümer des Traditionsunternehmens WMF. Carla Hornischer arbeitet seit 35 Jahren bei WMF im Vertrieb. Vor ein paar Tagen hat sie erfahren, ihre Abteilung wird nächstes Jahr dicht gemacht. Sie ist fassungslos. Als wir das erfahren haben, letzten Freitag, da ist der Betriebsrat morgens um 7 Uhr durch die Abteilungen und Werkstätten gelaufen und hat das verkündet. Das waren die Leute am Heulen, die waren fix und fertig. Und mir geht es heute noch so. Ich kann keinen klaren Gedanken an die Arbeit verschwenden. Wo bleibt denn da der Mensch, wenn das Kapital regiert, fragen sich Carla Hornischer und ihre Kollegen. Es kann nur einen Grund geben, sagen sie, warum wir rausgeschmissen werden. Geldgier. Denn WMF geht es gut, sagt sogar die Unternehmensführung. Warum bauen sie dann Hunderte von Stellen ab? Wir fragen nach. Und WMF lässt uns wissen, man müsse kräftiger wachsen, vor allem außerhalb Europas. Schriftlich teilen sie uns mit. Unsere Analyse hat gezeigt, dass eine leistungsstarke Organisation mit 10% geringeren Personalkosten umsetzbar ist. Seit die Wall Street bei WMF mitredet, werden soziale Errungenschaften geopfert und zu Geld gemacht, klagt die Gewerkschaft. Die Jagd nach Renditen kenne keine Grenzen. Aber sie wollen sich nicht kampflos ergeben. Der ganze Ort ist in Aufruhr. Die IG Metall hat ein Plakat in der Fußgängerzone aufgehängt. Und die Geislinger unterschreiben solidarisch für ihre WMFler. Es ist unmöglich, was sie machen. Weil die WMF, da haben wir gesagt, das ist eine Firma. Und wenn man da schafft, dann ist man ein gutes Handy. Und so. Das ist unmöglich, was sie da machen. Die Welt wissen nicht, wie es weitergeht. Beschissen, was sonst. Und dann kommen plötzlich immer mehr WMF-Mitarbeiter auf den Platz. Das erste Mal in der 160-jährigen Firmengeschichte hat der gesamte Vertrieb spontan die Arbeit niedergelegt. Bei uns ist jetzt komplett dicht, erklärt Carla Hornischer. Heute geht keine Ware mehr raus. Alle dort. Jeder hat erkannt, dass es ans Eingemachte geht. Die Gewerkschaft schimpft. Es gehe doch gar nicht, mit Stellenstreichungen Profit machen zu wollen und die Existenz der Leute aufs Spiel zu setzen. Sogar der Bürgermeister erklärt sich solidarisch. Er sieht düstere Zeiten auf seine Stadt zukommen. Wenn die WMF-Mitarbeiter nicht mehr da sind, wozu dann noch Kindergärten, Schulen und all das, was die WMFler brauchen? Unsere Stadt lebt von ihren Bürgerinnen und Bürgern, aber nicht nur unsere Stadt, sondern auch das gesamte Umland, sind viele Beschäftigte in der WMF, die hier ihre Arbeitsstelle haben und die jetzt in dieser Dimension ihren Arbeitsplatz verlieren sollen. Eine Katastrophe schlichtweg. Zum ersten Mal in ihrem Leben malt sie Protestplakate. Carla Hornischer will kämpfen für ihren Arbeitsplatz, für ihre WMF, so wie sie sie kennt, seit sie denken kann. Vater kam heim und hat erzählt und von der Firma, in Geislingen sagt man Fabrik, das ist Fabrik. Ihr Vater war 40 Jahre bei der WMF, die Oma sogar 45 Jahre lang. Jeder ist mit der Firma verwurzelt und wir haben sie zu der gemacht, die sie heute ist. Wie trübe wäre es in Geislingen ohne die WMFler. Carla Hornischer hat Angst vor der Zukunft. Also irgendwann einmal werden die Investoren wieder weg sein.
die eh kein Interesse kein wirkliches an der WMF oder an Geislinger haben und hinterlassen den Schauberhaufen und machen sich auf, die nächste Firma zu zerstören. Eine Hoffnung bleibt ihnen. Wenn sie jetzt weiterkämpfen und unbequem sind, verliert der amerikanische Investor vielleicht das Interesse an WMF und Geislingen. Wenn das Wirtschaftswachstum niedriger ist als die Verzinsung bei der Bank, sind Investitionen in die Wirtschaft nicht lukrativ und das Geld wird deshalb in Finanzprodukte und Spekulationen investiert. Da Geld nicht mehr in die Realwirtschaft investiert wird, beginnt das System zusammenzubrechen. Ich fasse das alles gerade sehr kompakt zusammen, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich versuche rüberzubringen. Es werden keine Jobs geschaffen, das Geld kommt nicht mehr bei der Bevölkerung an, es wird kein neues Geld erschaffen, die Schulden können nicht mehr bezahlt werden. Sobald man keine neuen Güter und Dienstleistungen erzeugt, beginnt man damit, die bestehenden zu Geld zu machen. Man macht mehr Schulden, man nimmt eine zweite Hypothek aufs Haus auf und wenn das auch nicht mehr funktioniert, verpfändet man seine zukünftigen Einkommen und wird zum Schuldsklaven. Man wird seine Schulden dann nie mehr zurückbezahlen. Diese Prozesse laufen ab, wenn das Wirtschaftswachstum abnimmt, wie es das im Gesamttrend seit den 60er Jahren gemacht hat. Denn die Möglichkeiten, die Welt zu Geld zu machen, haben schrittweise abgenommen. Umso mehr sich der Prozess verlangsamt, umso mehr Menschen machen Schulden. Immer mehr ihres Einkommens und ihrer Lebensenergie wird dafür aufgewendet, ihre Schulden zu bedienen. Aber da die Schulden exponentiell wachsen, funktioniert das auch nicht allzu lange. Und das ist die Krise, die wir zurzeit erleben. Das sind die tieferen Ursachen der Finanzkrise. Wir erleben das Ende des Wachstums. Habe ich Ihnen schon vom Tautia erzählt? In der chinesischen Mythologie gibt es dieses Monster und es ist extrem gefräßig. Zunächst ist es alles in seinem Umfeld, bis es schließlich alles gefressen hat, was da war. Aber es ist immer noch hungrig, also fängt es an, seinen eigenen Körper aufzufressen. Nachdem es auch seinen Körper aufgefressen hat, ist am Ende nur noch sein Kopf übrig. Genau das ist in unserer Wirtschaft passiert und der Kopf ist der Finanzsektor. Zunächst hat er alles in seinem Umfeld aufgefressen, die gesamte Geschenkökonomie, er hat die gesamte Natur in Geld umgewandelt und aufgefressen. Als sein Hunger immer noch nicht gestillt war, hat der Finanzsektor begonnen, die reale Wirtschaft und die Industrie in Geld umzuwandeln. Und jetzt ist nichts mehr übrig. Deshalb funktioniert das ganze System nicht mehr und das Konzept, das hinter unserem Geld steht, ist gescheitert.